Man muss ja auch ein bisschen realistisch bleiben. Und so sieht es aus, wenn dann die Gäste gegangen sind und die 8 Kinder gewütet haben. Ich zeige euch nochmal das Spielzimmer. Übrigens, unten ist auch alles verwüstet. Aber das macht nichts. Dafür war es ein ganz, ganz toller Kindergeburtstag. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir beziehungsweise zum Teil 2 der Vorbereitung für den Kindergeburtstag. Dieses Mal zeige ich euch, was ich die Woche so über gemacht habe, was noch dazugekommen ist an Deko und wie die ganzen Vorbereitungen für die Gäste abgelaufen sind. Also bleibt dran und ganz viel Spaß mit einem neuen Video. Ich habe gerade Post bekommen und das hat auch was mit dem Geburtstag zu tun. Meinem kleinen Schatz und das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich da eine ganz lieben Insta-Mama nachgemacht und solche Fotosticker bestellt für die Geschenketüten der Kinder. Und da steht drauf, danke, dass du da warst. Das zeige ich euch mal ein bisschen näher. So, und es ist im herbstlichen Design. Passt also gut zum Motto. Ja, ich bin zufrieden und zeige es euch aber gleich, wie es auf den Geschenktüten aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich finde es echt süß und ich habe das jetzt bei über DM bestellt. Kann man auch bei DM direkt machen und kostet knapp 2 Euro. Wir sind mit den Kindern jetzt rausgegangen. Wunderschönes Traumwetter haben wir ja. Und möchten nach Kastanien suchen und ein bisschen Blätter sammeln. Und alles, was wir so Schönes finden für die Deko, für den Geburtstag. Das machen wir jetzt und nehme ich euch ein bisschen mit. Wir sind tatsächlich fündig geworden. Schaut mal. Und die kommen gleich alle mit. Die sind nochmal fündig geworden. Und zwar die Dinger hier. Schau mal. Auch schön. Wie heißen die denn? Auf Russisch wüsste ich, aber da fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall sind hier ganz, ganz viele überall. Und die sammeln wir auch. Passen auch gut zur Herbstdeko. Ja, sehr gut, mein Schatz. Toll. Ich habe gerade ein Paket bekommen und zwar habe ich mir eine Heliumflasche bestellt für den Geburtstag. Dazu gab es noch diese Luftballons und die Schnüre zum Zumachen. Probiere ich jetzt zum ersten Mal aus. Ich habe so eine Deko-Idee, aber ich muss sagen, es ist ein teurer Spaß. Mit knapp 30 Euro ist es schon ziemlich happig und ich werde mal sehen, ob sich das lohnt. Ich war noch mal kurz einkaufen und habe diese Sachen noch für den Geburtstag mitgenommen. In diese Gläschen möchte ich die Aufstriche füllen und hier kommt der süße Aufstrich, der Toffifee-Aufstrich. Und das fand ich eine schöne Idee, weil wir ein bisschen ja das Thema Herbst haben, dass ich das so auf den Kuchen verteile und in die Mitte eben diese Wimpelkette, wie auch immer, aufstelle. Der eine wird vielleicht denken und sagen, Mensch, so viel Zeit, so viel Vorbereitung, muss das sein? Ich sage nur so viel dazu, dass ich nur die Kindergeburtstage so feiere. Meinen Geburtstag verbringe ich ganz gemütlich beim Essen oder beim Frühstück mit meinen Mädels. Deshalb ist mir das auf jeden Fall wert und Vorbereitung ist für mich einfach das Halbe. Es ist spät am Abend, wie man vielleicht an der Optik unschwer erkennen kann. Ich mache jetzt Aufstriche, 2 herzhafte und einen süßen Toffifee. Und glaub mir, wie schwer das ist, abends einen süßen Aufstrich zu machen und nicht zu naschen. Aber ich werde es durchhalten, euch ein bisschen mitnehmen. So, so ist es fertig und ich probiere trotz 20 Uhr ein bisschen. Also man schmeckt die 8000 Millionen Kalorien, aber es ist fantastisch. So ein toller, süßer Aufstrich. Wenn ihr mal ausnahmsweise sowas machen wollt, tipp, 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 echt. Das ist das fertige Ergebnis. Dieses Gläschen kommt auf den Tisch und diese 3 werden verschenkt an die Familien. Und da habe ich nochmal den Aufkleber benutzt. Schön, dass ihr da wart. Habe ich alles für den ersten herzhaften Aufstrich vorbereitet. Ganz easy mit einem mediterranen Aufstrich und mache wieder meinen Thermomix. Weiter geht's mit dem zweiten Aufstrich herzhaft.
So sieht das gerade bei uns im Wohnzimmer aus. Sorry, ich muss gegen das Licht filmen. Wir haben hier 2 Bierbänke genommen und das als kleinen Tisch verwenden für die Kinder. Und da kommen noch so Kisten hin, die werden mit so Hulsen. Oh Leute, sorry, mit so Stuhlhussen, Hulsen. Also ihr wisst, was ich meine, noch benäht und dann zeige ich euch das Endergebnis. Es ist soweit und es ist ganz laut, weil ich backe gerade. Ach Schatzi, warte. Hier, der kleine Helfer ist mit dabei. Und wir machen Giotto-Torte für den Geburtstag. Das ist das fertige Kuchenergebnis. Ja, es ist ein bisschen herbstlich, ein bisschen bunt. Ich habe mir zuerst echt wieder überlegt, ob ich wieder das Fondant machen soll. Aber es ist einfach nicht mein Ding und ich kann es nicht so schön. Deswegen ist es ganz, ganz schlicht diese Torte geworden. Es ist jetzt Abend, spät am Abend und ich muss ein bisschen leise sprechen. Ich hoffe, ihr hört mich. Jedenfalls sieht es jetzt so die Deko aus. Ich laufe mal ein bisschen herum. Das ist der Kindertisch. Die wunderschönen Hussen, die meine Mama genäht hat. Und das ist die Deko. So, ich gehe zurück. Dann haben wir oben eine Wimpelkette und Luftballons. Auch hier ganz viele Luftballons. Macht echt was her. Ich zeige euch ein bisschen was bei Tageslicht. Der Tisch ist noch nicht vollkommen gedeckt. Mein Mann hilft ein bisschen in der Küche. So sieht das Ganze bei Tageslicht aus. Und auf den Tisch sind schon ein paar Leckereien gekommen. Und die große Wurstplatte fehlt aber. Getränke sind schon soweit alle da. Bei den Kindern habe ich schon Obst hingestellt. Ja, und in der Küche ist noch ein kleines Chaos, was hoffentlich gleich beseitigt wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen einen Einblick gewinnen, wie ich meine Kindergeburtstage plane und vielleicht irgendwas für euch rausziehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch alles Liebe. Eure Mary, ciao!